Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Gisa Steg. Du hörst heute den Podcast Selbstbewusst, spürbar stark von innen oder schaust es als Video auf meinem YouTube-Channel an. Herzlich willkommen. Ich bin heute im Interview. Ich interviewe immer wieder starke Frauen oder starke Menschen, die durch Krisen gegangen sind und wieder aufgestanden sind wie eine Eins. Heute habe ich die Andrea Knoll, Imageberaterin bei Stierleben und Expertin und Mentorin bei Anziehend Erfolgreich Wirken. Das ist ein total klasse Anziehend Erfolgreich Wirken. Ja, das muss man schon mal so auf sich wirken lassen. Und sie selbst sagt von sich, von der Drama Queen zur Business Queen. Und das finde ich ein total cooles Statement. Andrea, stell dich mal kurz vor. Hallo liebe Gisa und hallo ihr Lieben. Ja, mein Name ist Andrea Knoll, ich bin die Expertin, Mentorin für Anziehend Erfolgreich Wirken. Ja, was mache ich denn? Ich zeige Unternehmerinnen und Coaches und Beratern, wie sie mit ihrer eigenen authentischen Wirkung ihre Kunden wie magisch anziehen und mit zur wirksamen, strahlenden Business Queen werden. Okay, danke. Das ist das, was ich tue. Cool. Und wie bist du dazu gekommen? Weil ich meine, das fällt ja auch nicht so einem in den Schoß. Nee, das fällt einem nicht in den Schoß. Ich komme ja ursprünglich aus dem Handel. Ich habe Handel von der Pike auf gelernt und komme aus dem Modebereich, also Textilhandel. Okay. Und habe dort Einkauf gemacht, Verkauf, Schulung gemacht für Mitarbeiter, für Auszubildende. Und habe dann irgendwann gedacht, oh, ich muss noch was anderes machen wie nur Handel. Und bin dann in den Außendienst gewechselt zu einem großen Modekonzern. Okay. Ja. Und jetzt mal so, wie bist du jetzt dazugekommen? Weil jetzt bist du dann im Modehandel, aber jetzt bist du ja Mentorin und Expertin. Genau. Und es war so, dass ich in einem Konzern gearbeitet habe und war im Außendienst tätig. Und vielleicht kennen das einige Außendienstler da draußen, dieses höher, schneller, weiter. Ne? Man muss immer mehr, immer mehr, immer mehr machen. Und das hat schließlich dazu geführt, dass ich in einen Burnout gefallen bin. Also das war so, dass ich auf der Messe umgekippt bin. Nee. Und da ging wirklich gar nichts mehr. Und da habe ich mir dann so ein bisschen Gedanken über mein Leben gemacht. Oh, das verstehe ich. Und was war jetzt dann, ich meine, ne, dein größtes Learning aus der Zeit? Ich meine, du bist dann da, hattest den Burnout und wie bist du dann jetzt zu deiner Selbstständigkeit gekommen? Ja, es ist sehr spannend und es ist auch wirklich eine etwas längere Geschichte. Es war auch nur der erste Burnout und ich habe dann gemerkt, ich kann alleine da nicht raus, war dann auch in Psychotherapie gewesen und habe mir da Hilfe geholt. War auch in der Klinik gewesen, habe mich da selber eingewiesen, weil es ist ja auch sehr, sehr schwierig, immer wirklich da kompetente Hilfe zu kriegen. Ja. Und es war dann so weit, dass ich mich fast von meinem Mann getrennt hätte damals. Und ich wusste, ich kann irgendwie nicht so nicht weitermachen. Und dann war plötzlich aber der Halt weg aus dem Hintergrund. Und dann musste ich wieder in den Job rein. Mir blieb gar nichts anderes übrig. Und da habe ich mich wirklich gedacht, okay, da muss ich was ändern dann einfach an meiner, ja, an meinem Umfeld, an meiner Einstellung, wie ich da dran gehe. Und habe mir eine eigene Wohnung genommen, damit ich einfach auch nicht mehr so lange unterwegs bin, auch diese Zeiten auch nicht mehr so lange sind dann einfach. Ja. Also ich war dann mehr in meinem Gebiet gewohnt. Ich habe ein großes Gebiet gehabt. Und das war dann das Erste und gelernt habe ich daraus, dass ich wieder aufstehen kann, ja. Aber es ging ja noch weiter. 6 Jahre später war das Gleiche wieder, ja. Und da war es dann wirklich so, dass mein Körper komplett gestreikt hat. Ich konnte mich nicht mehr... Der zweite Burnout. Das ist der zweite Burnout gewesen. Verstehe. Ja. Mittlerweile war ich auch wieder mit meinem Mann zusammen, war alles gut. Und aber immer dieses höher, schneller, weiter, das war einfach, ja, ich konnte nicht mehr. Okay. Mhm, verstehe. Und dann war es so, dass ich mich da wieder in eine Klinik gegangen bin. Und da war ich sehr, sehr lange.
Und da hat mir eine Ärztin gesagt damals, und das war so für mich so der Klickmoment, wissen Sie eigentlich, dass Sie schon zweimal um den Äquator gefahren sind? Weil ich hatte damals 80.000 Kilometer im Jahr auf dem Tacho. Mhm. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, das geht nicht mehr. Okay, also willst du nicht mehr nur noch ja, die Erde umrunden, ohne zu leben? Ja, ich habe nicht mehr gelebt. Ich habe nur noch für den Job gelebt. Ja? Und in meiner Freizeit habe ich geschlafen. Also war wirklich so. Ich musste ja irgendwie wieder zu Kräften kommen. Ja, ja. Also ich kann es gut nachvollziehen. Es ist spannend, weil wir haben einen ähnlichen Werdegang. Ich selbst komme ja auch aus dem Einzelhandel. Also allerdings im Lebensmitteleinzelhandel, habe einen Handelsfachwirt gemacht und war ja auch 9 Jahre lang im Außendienst. Und mir ging es ähnlich. Mein Körper hatte damals auch gestreikt und hat mir dann ja so Ischias-Probleme beschert. Und bis ich es irgendwann kapiert habe, mein Körper möchte nicht mehr nur ins Auto sitzen. Weil bei mir war eben halt dieses, meinem Mann den Rücken frei halten. Wir hatten ein kleines Kind noch, das Kind dann zu betreuen und den Außendienstjob. Und von der Firma hieß es ja dann, du bist ja eh unterfordert. Und ja, ich bin dann als Teilzeitkraft dann wieder eingestiegen im Außendienst und hatte dann nachher, kam ich später nach Hause als vorher als Vollzeitkraft, ja. Weil ja, immer, ach ja, mach du mal das noch, mach das noch und du könntest noch und so. Und das, ja, der Perfektionismus. Und für alle da sein, das ging mir damals ähnlich. Und so bin ich ja auch zur Selbstständigkeit gekommen. Spannend, ein ähnlicher Werdegang, ja? Ja, dann haben wir wirklich so sehr viel gemeinsam, ja. Das wusstest du noch gar nicht. Das wusste man gar nicht, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ja. Ja, spannend, ne? Und ja, bei mir hat es dann 2 Jahre echt gedauert. Also ich war da auch berufsunfähig gewesen, ja. Ich war lange in der Klinik, war auch krankgeschrieben danach. Bin dann auch in eine Reha-Maßnahme gekommen und da ist irgendwie ja in mir der Gedanke einfach gereift, okay, du hast die ganze Zeit schon die letzten 12 Jahre eigentlich fast wie selbstständig gearbeitet. Warum machst du dich eigentlich nicht selbstständig? Okay, da war die Idee da. Und das heißt, mal ganz, ganz klar, du bist 2 Jahre im wahrsten Sinne des Wortes ausgenockt gewesen und konntest nicht arbeiten. Okay. Ja, also ich habe zwischendurch dann auch mal wieder versucht anzufangen, aber es hat nicht funktioniert. Also man kennt es ja mit dieser Wiedereingliederung, ja, und es hat einfach nicht funktioniert. Mein Körper hat gestreikt, er wollte einfach nicht mehr nach Frankfurt fahren, ja. Und es waren immer 125 Kilometer, die ich einfach hin und her gefahren bin, also morgens und abends. Und dann noch zwischenzeitlich, also da hatte ich meine Orderphasen und dann zwischenzeitlich hatte ich ja das Gebiet Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland und mittlerweile auch Leute im Osten. Also ich bin fast nur auf der Autobahn unterwegs gewesen. Ja. Wahnsinn, und das kann natürlich zusätzlich, ne, diese eigene gestresst sein, heimkommen, schlafen, da leidet natürlich auch schon so eine Beziehung. Das, wie du es schon sagtest, ne? Ihr hattet euer. Ja, es war ein echtes Drama. Ja, es war ein echtes Drama, weil es war wirklich so, dass ich habe auch gar nicht mehr gewusst, wer bin ich denn? Was ist denn los? Mehr, ne? Ja, du kannst dann einfach nicht mehr. Ja. Ja, ja, ja. Und dein Mann wusste auch nicht mehr, wer du bist, weil er dich nicht mehr so hat er dich nicht kennengelernt, ja. Und so diese Drama Queen. Ja, ja. Wo dann noch alles aufgepauscht. Und ja. Und ja, ich hab wirklich gedacht, es ist alles ganz schlimm. Und ich bin, ja, ich war so in so einer Situation. Bitte? Das war es ja für dich auch. Ja, ja, also es war wirklich für mich ein Drama. Und mein Perfektionismus, der stand mir auch noch ein bisschen im Weg, weil ich ja immer alles so toll machen wollte. Ich wollte immer super sein. Ich wollte immer Karriere machen. Ich wollte gemocht werden von allen, ja, das war ja so ein hoher Anspruch, den ich an mich selber auch hatte und das war ja auch dieses Drama, Drama mit mir, Drama mit dem Außen, ja, es war einfach, ja, dramatisch und die Situation war ja auch dramatisch dann, ja. Ja, auch definitiv auf deine Gesundheit gegangen. Was war jetzt aus dein größtes Learning aus der Zeit? Also mein größtes Learning war gewesen, dass ich meinen Weg gehen soll. Weil, warum? Weil mein Umfeld
war nicht so begeistert, dass ich mich jetzt irgendwie selbstständig machen möchte. Mein Mann hat gesagt, ja, mach das, wenn es dir besser geht damit, tu es, ja. Und aber viele haben dann einfach gesagt, wer braucht denn sowas, ja. Okay. Und dann kommst du mit Glaubenssätzen in Kontakt, dann kommst du mit Selbstzweifel in Kontakt, ja. Und für mich war das aber ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, das ist eine ganz wichtige Botschaft, diese Wirkung nach außen zu bringen. Deswegen habe ich mich auch als selbstständig gemacht als Stil- und Imageberaterin. Mhm. Weil ich im Handel ja auch schon ganz viele Leute immer auf ihre Wirkung hin beraten habe. Ja? Nicht nur, was ziehe ich an und sieht es schön aus, sondern wie möchtest du denn wirken? Ja? Und das war für viele dann auch so, das hat mich noch nie jemand gefragt. Aber für mich war das ein ganz wichtiges Thema. Ja? Ja, und ja. Das lebe ich heute. Das liebe ich und das lebe ich. Von jetzt deiner Krankheit, diese 2 Jahre ausgenockt sein, ja, mhm. Weil es ist ja im Prinzip, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ausgenockt, ja, zur Selbstständigkeit zu kommen. Und was war da deine größte Hürde während der Krise, nach der Krise, in deine Selbstständigkeit zu kommen? Also das war wirklich das Umfeld, weil ich musste ja, ganz viel tun dafür. Ich musste einen Businessplan schreiben. Ja. Ich musste das nicht nur 2 Leuten vorstellen, sondern gleich 3, weil die Rentenversicherung war involviert, das Arbeitsamt war involviert. Ja. Es waren ganz viele Geschichten und da musste ich ja aus eigener Kraft das alles machen. Ja. Und wo sie nicht mehr da war, ne? So nach dem Burnout hat man ja nicht die Kraft dazu. Nee, da hast du nicht die Kraft dazu. Und deswegen habe ich ja auch diese 2 Jahre gebraucht, ja. Ich sag mal, das erste Jahr war wirklich nur, wie stelle ich mich wieder auf? Wie komme ich wieder in meine Kraft? Und dann das zweite Jahr war dann so, durch diese Reha-Maßnahme, da habe ich dann gemerkt, da kann ich mich ein bisschen ausprobieren, da kann ich ein bisschen was tun. Da habe ich meine ersten Vorträge gehalten und habe gemerkt, ja, das ist genau mein Thema. Und ja, ich versuche das jetzt einfach. Ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich möchte nicht mehr zurück unbedingt in den Handel oder in den Außendienst. Und das wäre die Alternative gewesen einfach, ja. Was war denn so ein typischer Spruch von deinem Umfeld? Ja, was haben die denn so gesagt, wenn du sagst, das Umfeld hat dich gehindert? Was haben die denn so gesagt? Ja, also viele haben gesagt, ach, das braucht doch kein Mensch, das wird doch eh keiner kaufen, ja, du wirst mal sehen, du fällst damit auf jeden Fall auf die Nase und gib doch deinen tollen Job nicht auf, um Gottes Willen, mach das nicht, ja, und ja, aber der Job hat mich krank gemacht, was sollte ich da tun, ja, das war wirklich so eine Krise gewesen, wo ich gesagt habe, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt, ja, und dann kam das wirklich, ja, ich habe schon immer gerne Leute beraten, ich habe schon immer gerne geguckt, was Wirkung macht und dann war das ganz klar für mich, ich mache eine Weiterbildung, ja. Okay. Und dann habe ich, ja, dann ist es so langsam gewachsen, sage ich mal, ja. Ja, das tun wir ja immer, ne? Also interessant ist halt wirklich, dass du an deiner, ja, an deiner Krise, an deiner größten Krise es geschafft hast, da wieder rauszukommen und dann da im wahrsten Sinne des Wortes die Chance zu sehen für einen Neubeginn. Und das ist doch total klasse. Und das ist ja das, was ich auch immer sage, das ist eine Krise, ist auch gleichzeitig eine Wachstumschance. Und du hast sie genutzt. Wundervoll. Und welches Buch hat dich denn jetzt am meisten in der Zeit vielleicht, oder vielleicht waren es auch 1, 2, geholfen weiterzukommen? Was war denn da für ein Impuls? Ja, das war damals in der Zeit, wo ich wirklich so im Burnout war, ja, oder auch danach, ja, das war dann so, dass ich mich da schon ein bisschen mit beschäftigt habe, weil was fange ich denn an mit meinem Leben? Mhm. Ich habe gemerkt, ich bin immer so in so einer Spirale drin, in so einer Denkspirale, ja, ich habe mir immer über alles Sorgen gemacht und. Und das konnte ich in meiner Selbstständigkeit ja gar nicht brauchen. Ja, deswegen habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ja. Und das Buch, was mir da in die Hände gefallen ist, das war von Dale Carnegie. Mhm. Sorge dich nicht, lebe. Ja, und ich kann es jetzt mal zeigen, das ist schon echt total abgegriffen. Ich habe ganz viel da innen drin immer mitgearbeitet.
Und er sagt ja ganz klar, und das war meine Strategie damals, da rauszukommen, akzeptiere das Unvermeidliche. Dann überleg dir, was am schlimmsten passieren kann. Und dann akzeptiere das einfach, dass es so ist und dass es auch so sein kann. Ja? Mhm. Und für mich war dieses Worst-Case-Szenario, das war für mich immer was, wo ich dann gedacht habe, okay, das Schlimmste kann dir eh nie passieren. Ja? Und wenn du dich vorher schon mit dem Schlimmsten abgefunden hast, ja, dann kann es gar nicht schlimmer werden. Ja. Und da, das war so meine Chance, da rauszukommen. Und dann gab es in der Tat auch noch ein zweites Buch, was mir in die Hände gefallen ist. Und das war das hier. Gute Mädchen kommen in den Himmel. Böse überall hin. Warum brav sein uns nicht weiterbringt. Ja, ich wollte ja immer so angepasst sein. Ja, ich wollte ja immer alles, jedem alles recht machen und so weiter. Und das hat mich ja schließlich auch in den Burnout geführt. Ja. Und da hat mich der Titel total angesprochen. Das ist von der Ute Erhard. Von wem war das? Von der Ute Erhard ist das. Ute Erhard. Mhm. Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Geil. Genau. Ja. Klasse. Und warum brav sein uns nicht weiterbringt, ja. Ja, das finde ich noch einen viel besseren Zusatz, warum brav sein uns nicht besser, nicht weiterbringt. Ganz klasse. Und was war die Essenz aus dem Buch? Also die Essenz aus dem Buch war wirklich auch sich so, ja, dass das Umfeld einfach einem hemmt, ja, und immer irgendwie so gegen einen arbeiten möchte, weil die sich das einfach nicht vorstellen können, dass es auch was anderes gibt, ja, als ihre Welt. Und ich habe einfach gelernt, das eine ist meine Welt, wie ich die Welt sehe, und das andere ist denen ihre Welt. Und durch viele Mindset-Arbeit, durch Coachings, ja, die ich jetzt auch gemacht habe, ganz viele, und meine Mentorin, die Kirsten Reimer, die kann das bestätigen. Also da habe ich ganz, ganz viel gemacht und habe einfach gemerkt, ja, du musst dein Ding machen. Mach dein Ding. Und wenn du das Gefühl hast, einfach eine Vision zu haben, eine Botschaft zu haben, dann bring die raus. Ich sage immer, das ist sonst unterlassene Hilfeleistung. Sag ich auch immer. Es nicht zu tun oder mein Buch damals zu schreiben, wäre unterlassene Hilfeleistung gewesen. Ne? Genau. Super, klasse. Und ja, du strahlst ja jetzt heute so, du bist da so aus deinem Ganzen rausgekommen und ich finde es ganz, ganz klasse, dass du jetzt auch anderen hilfst, in ihre Strahlkraft zu kommen, in ihre Wirkung zu kommen und selbstbewusster zu werden. Magst du uns mal noch zum Abschluss 3 Wirkungstipps mit auf den Weg geben? Oh ja, gerne, mache ich gerne. Ja, es ist immer so, wenn man, also ich sage meinen Klienten immer, ja, wenn ihr euch anzieht, ja, wenn ihr euer Outfit auswählt, dann solltet ihr euch folgende Fragen stellen, ja. Wo gehst du hin? Mhm. Wer ist dein Gegenüber? Also wen triffst du dort? Ja. Ja. Wie möchtest du wirken? Ja. Und ganz wichtig, was ist dein Ziel? Weil es kann verschiedene Ziele geben. Ja, cool. Das ist ja super, weil das sind ja echt klasse Fragen. Wo, ne? Mit wem triffst du dich? Wo gehst du hin? Was ist dein Ziel? Ja, es ist natürlich was ganz anderes, ob ich jetzt zu einem Vorstellungsgespräch gehe, bei einer Bewerbung, ob ich mich als, sage ich mal, Unternehmerin irgendwo präsentiere oder als Unternehmer, ja genauso, Männer ja genauso wie Frauen, und oder ob ich auf zu einem Date gehe, ja, oder mich nur mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehe. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Orte, Menschen und Ziele. Ganz klar. Und da finde ich diese Fragen super hilfreich. Klasse, danke. Der zweite Punkt. Sei nicht so kritisch mit dir selber. Sei bitte nicht so kritisch mit dir selber. Ja. Weil wir Frauen neigen oft dazu, gerade wenn wir vorm Spiegel stehen, zu sagen, oh, die Oberschenkel sind zu dick und keine Ahnung, die Haare sitzen nicht richtig. Ja, halt deinen Fokus nicht auf den negativen Geschichten, was du das Gefühl hast, dass es das ist. Dein Gegenüber sieht es oftmals gar nicht. Und beton einfach deine Stärken. Dann treten auch deine Schwächen, was du oftmals nur siehst, einfach in den Hintergrund. Ja, und das gebe ich dir so ein bisschen mit an die Hand. Ja. Sehr cool. Ich sage auch immer, Vergleichen macht unzufrieden. Ja? Also zum einen
wir kriegen ja immer so ein Bild von den Medien vorgegaukelt, was schön ist. Und wenn ich dann auch manchmal diese Bilder sehe in der Online-Welt, sei es Facebook oder sonst was, und dann lerne ich die Menschen live kennen und dann denke ich, oh, krass, ja. Vor lauter Adobe Photoshop und was weiß ich was, ja, ne, das ist auch selbstkritisch. Ja, das absolut. Verändern, ich bin nicht schön genug oder, ach nee, das Bild können wir nicht posten, ich muss das noch retuschieren und, ne. Das ist ja dieses Selbstverurteilen und selbstkritisch sein. Das ist der nächste Punkt. Genau, das ist dann nämlich auch der nächste Punkt. Sei authentisch. Ja, ja, cool, genau. Passt. Weil, ja, absolut. Weil wenn du nicht authentisch bist, bist du eine Mogelpackung. Ja? Ja, und wenn du zum Beispiel auf ein Business-Treffen gehst, Unternehmernetzwerk, wie auch immer, das gilt für die Männer ganz genauso. Wenn du kein Typ oder keine Frau bist, die im Kostümchen oder der Mann vielleicht in einem Anzug, ja, sich wohlfühlt, dann solltest du es auch nicht anziehen. Es gibt ganz andere Möglichkeiten heutzutage. Bei Frauen, die können dann einfach eine schicke Bluse anziehen oder ein tolles Shirt und einen Blazer dazu, ja, eine Jeans. Der Mann genauso, ja. Es gibt so tolle Sakkos, ja, die ein bisschen sportlicher wirken, die einfach, aber trotzdem, er wirkt ja trotzdem kompetent, weil du bist ja schon ein Experte auf deinem Gebiet, ja. Ja. Und du wirst dann auch dadurch die Kunden einfach besser anziehen, die zu dir passen. Weil die anderen möchtest du doch gar nicht. Mit denen ist es doch anstrengend zu arbeiten. Genau. Und die merken aber auch, das spürt man auch, diese Mogelpackung dahinter, ne? Diesen Fake letzten Endes. Ja? Weil da wird dann immer so an einem selber rumgezuppelt und gemacht. Und das spürt ja das andere, diese Unsicherheit. Und dass man das ja eigentlich auch gar nicht ist. Ja? Und genauso ist es ja auch dann, sag ich mal, bei einem Date und dann kommst du um die Ecke und hast plötzlich Falten und vorher war es dann strahlend glatt. Ja. Deshalb, ja, oder 10 Kilo leichter oder wie auch immer, weil auch das geht inzwischen so zu schmalern. Also, ja, niemand möchte mit einem Fake zu tun haben, letzten Endes. Super, Andrea, tolle Tipps, vielen Dank. Wo findet man dich denn? Also man findet mich auf Facebook natürlich, unter meiner Seite Stil erleben. Ja, ich habe da auch eine Gruppe bei Facebook, die heißt Anziehend Erfolgreich. Und auch da lade ich die Frauen, leider keine Männer, aber lade ich die Frauen ganz herzlich ein dazu. Und ja, man findet mich oft auf Kongressen, auf Netzwerktreffen und ja, demnächst wieder auf dem Feminist-Kongress in Bad Nauheim. Bad Nauheim. Glaube ich, ja. Genau, und da bin ich auch als Speakerin. Da finde ich mich auf jeden Fall. Und ja, ich mache mittags immer meine Wirkungstipps. Also wenn jemand Lust hat zuzugucken, freue ich mich natürlich auch drüber. Und immer um 12 Uhr mittags auf meiner Seite, Knoll Andrea, wenn sich jemand mit mir vernetzen möchte, freue ich mich natürlich. Super. Vielen Dank, liebe Andrea, für deine Offenheit, dass du auch so offen über deine Krise, über deinen Burnout geredet hast und auch ganz klar gesagt hast, ey, das war keine 2 Wochen, sondern es waren ganze 2 Jahre, bis ich gebraucht habe, da wieder rauszukommen und und ein Business zu starten. Auch da hat es natürlich gedauert, bis das Business so richtig läuft, ganz klar. Auch das ist eine Entwicklung. Ich danke dir für deine Offenheit und dass du uns ja mit deinen Worten auch Mut gemacht hast, dass es, wenn andere da drin stecken, dass es auch geht, dass es funktioniert, wieder in seine Kraft zu kommen, wenn man mit sich ehrlich ist. Danke, Andrea. Ja, danke dir, Gisa, für das Interview. Und ja, ich wollte natürlich da auch Mut machen mit, ja, dass die Frauen wirklich in ihre Kraft kommen, in ihre Stärke kommen. Es funktioniert, es geht. Wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Und ja, und das ist einfach meine Botschaft, ja. Ihr seid größer, als ihr denkt, absolut. Und tut's einfach, macht's einfach und guckt nicht auf euer Umfeld, ja, sondern wenn ihr was innen drin habt, was brennt, das muss raus, ja, das muss einfach unter die Leute, das muss einfach in die Welt. Und damit könnt ihr ganz, ganz viel bewirken. Danke, Andrea. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier war der Podcast und der YouTube-Channel von Gisa Steeg. Selbstbewusst, spürbar stark von innen
oder wie aus Wunden Wunder werden. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich darüber, wenn du sie teilst, wenn du sie likest und natürlich auch gerne einen Kommentar hier unten hinterlässt. Da freue ich mich auch riesig drüber. Und teilen ist wie immer erlaubt. Gerne darfst du auch meinen YouTube-Channel oder meinen Podcast abonnieren. Und bis zur nächsten Folge mit Andrea Heckmann. Und da geht es dann um das Thema Onkologie. Und das ist natürlich auch ein ganz heißes Eisen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.